Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Tageshoroskop am 27. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie und auch von chinesischen Astrologie übernommen. Das ist eine Mischung von beiden. Die tibetischen Astrologen, genauso wie indischen Astrologen auch, berechnen die Horoskope anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich habe neue Aufnahmen gestartet, Handlesen, und es handelt sich gar nicht um Wahrsagerei, sondern Erkennen im Hand die astrologischen Symbolen. In Indien arbeiten die Astrologen immer mit Handlesen. Das heißt, Handlesen und Astrologie gehört auch zusammen. Und ihr könnt diese Aufnahmen dann auch anschauen und ich erkläre ganz genau, welchem Linien, welchem Finger, welchem Planet zugeordnet ist. In diesem Bild erscheint die vier Grundelementen. Und das ist die Feuerelement, die Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Ich habe nur die Tierkreiszeichen ausgelegt, wo Energie fließt. Sonst ist es alles zu voll und etwas undurchschaubar. Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier, hier im Erdeelement. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt immer die Monatsthemen. Monatsthemen ist gerade die Ruhe bewahren. Etwas Wertvolles in Besitz nehmen und es auch befestigen. Auch in die Partnerschaft kümmern, dass es mehr Stabilität, mehr Struktur herrscht, aber nicht festhalten oder eifersüchtig sein. Stier neigt ein bisschen dazu. Sonne befindet sich im Stier, im Mondhaus Rohini. Nicht nur die Sonne ist im selben Mondhaus, sondern Merkur auch. Und Merkur zeigt die Handlungen, die Bewegung, die Kommunikation, die Verträge, die Termine. Das steht alles unter Merkur-Energie. Die beiden sind im selben Mondhaus Rohini. Rohini symbolisiert die Begeisterung für einen Neuanfang und hier im Stier ist das schon die Besitz, die Taten, die Realität. Und da sind die Handlungen und auch die Gespräche. Ich erzähle zu diesem Mondhäuser die mythologische Geschichte aus der indischen Mythologie. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist eine junge, hübsche, unschuldige Dame im pubertierenden Alter. Rohini ist eigentlich das Symbol für die Morgenröte, die Energie, wie der Tag beginnt. Also Chandra verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, sie hat noch ein paar Geschwister auch, du musst die auch heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig, er heiratete alle Geschwister, alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Die große Liebe ist natürlich Rohini. Und weil hier
bewegt sich Sonne und Merkur, das heißt, aktiviert die Thematik, die große Liebe in Besitz zu nehmen, darum kümmern, dass es Realität wird und das, was hier die Stierenergie auch vermittelt. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und trifft mit Neptun. Sie wirken zusammen hier im Wassermann. Dieser Mondhaus heißt, wo Mond und Neptun bewegt, dieser Mondhaus heißt Shatabisha und das heißt übersetzt 100 Ängste und 100 Glück. Tatsächlich hier im Wassermann sind sehr, sehr viele Glückssterne. Bringt auch Glück natürlich. Aber wenn wir Angst haben, das blockiert. Angst gehört zum negativen Gefühl, also blockiert. Es ist wichtig, die Angst überwinden, davon befreien, damit das Glück kommen kann. Und was ist dieses Glück? Das zeigt nicht nur Mond, sondern auch Neptun und sie wirken zusammen. Das ist ein Traum. Es ist möglich, dass wir gerade einen wichtigen Traumbotschaft erhalten, weil die Traumbilder kommen von Neptun-Energie und Mond vermittelt das. Und die beiden wirken jetzt zusammen, also aktivieren ganz stark unseren Träumen. Natürlich kann das auch ein Tagestraum sein, eine Vision. Aber zurück zum Traumbilder. Unserem Träume kann eine Botschaft sein. Und das könnt ihr so vorstellen. In Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume haben keine Bedeutung und wir vergessen das auch oft. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen, und es ist lebendig und bleibt in Erinnerung, dann könnt ihr sicher sein, das war eine wichtige Botschaft. Es ist natürlich eine Symbolsprache, aber die Traumdeutung entziffert es. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen, weil ich deute sehr gut die Träume. Und bei dieser Konstellation Mond-Neptun ist es sehr möglich. Wenn ihr keine Traumbilder bekommt, dann würde das bedeuten Meditation und vorstellen die ideale Zustand. Wir brauchen diese Bilder, diese Vorstellungskraft, weil wenn wir das glauben und da Energie lenken, dann wird das auch Realität. Das ist die ganze Geheimnis. Mars bedeutet, ein Mars-Energie bedeutet, es kommt etwas in Bewegung. Und das zeigt die Zwillingsenergie. Das kann eine kleine Reise sein, kleinere Veränderungen oder Schulungen, Terminen, Bildung, ein Austausch von Informationen und Medien, viele neue Eindrücke. Das, was hier die Zwillinge auslöst. Mars ist auch die Kraft, uns zu behaupten. Und das können wir gerade mit Luftelement, mit Leichtigkeit oder andere zum Überzeugen von etwas. Mars ist männlich, also bedeutet auch die männlichen Personen. Und das ist viel in Bewegung. Und die Männer brauchen gerade Orientierung. Aber dann wirkt auch noch Rahu hier, dieser Drachenkopf, und es ist gar nicht so einfach, weil das ist ein Neuland. Und entsteht auch dieses Bedürfnis, die Suche nach etwas, aber man kann das nicht definieren, was das genau ist. Das kann natürlich auch eine gewisse innere Unruhe auch auslösen. Merkur habe ich besprochen, hier im Stier, Jupiter. Jupiter vergrößert
etwas. Jupiter vermehrt etwas, bringt auch Glück, Chancen, Möglichkeiten. Jupiter ist gerade rückläufig und das bremst. Hat auch einen Sinn, weil das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder kommt vielleicht noch etwas Besseres. Oder wir sollen etwas überprüfen. Und hier in Skorpion, in Wasserelement, bedeutet, in die Tiefe schauen. Und das hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Und Skorpion zeigt, wie wichtig das ist, die Erneuerungsprozesse. Und genau in diesem Erneuerungsprozesse befindet sich auch unser Planet Erde, weil unser Planet Erde, Gaia, ist das Symbol dafür, kommt auch von Mythologie, hier bewegt sich im Skorpion und hilft uns, etwas manifestieren. Es geht aber nur über unsere Gefühle. Es gibt zwei Systeme. Und das eine System hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Auch wenn wir beide Seiten kennen, die eine mit dem anderen hat nichts zu tun. Die eine ist die göttliche Quelle. Das sind die positiven Gefühle, Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Kraft und Mut und Liebe. Es ist göttlich. Und hier liegt die schöpferische Energie. Und das, was wir brauchen in unserem Leben, schöpferisch gestalten. Die anderen System kommt gar nicht von Gott. Ich möchte nicht mit Namen nennen. Das sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Es hat eine ganz andere Quelle und das ist zerstörerisch und blockierend. Und wenn wir uns einlassen in negativen Gefühlen, weil wir Angst haben oder Schuldgefühle haben oder wütend sind, öffnen wir Pandoras Büchse. Und die negative Energie kann immer kommen. Das ist dieser trojanische Pferd. Und das Schließen ist wichtig, weil das schützt uns. Schützt uns von negativen Eingriffen von außen. Es ist aber gar nicht einfach, weil Gefühle wie Angst, Zweifel oder Schuldgefühl, sogar Wut, das kennen wir alle, gehört auch zu unserem Leben. Das ist jeder bekannt. Und wir können gar nicht so tun, wenn das nicht wäre. Sondern wir lernen hier bei Skorpion davon verabschieden, weil wir brauchen die Erneuerungsprozesse und lernen wir, übergehen auf die positiven Gefühle. Und da hilft Humor und hilft Ablenken, an etwas anderes denken, sofort, was uns begeistert, oder die Liebe genießen, oder die Natur genießen, oder mit Gott zu sprechen. Übergehen auf die positiven Energie, übergehen auf die göttlichen Quelle. Und ihr werdet feststellen, die Angst verschwindet. Und haben wir die inneren Kraft, die inneren Stärke und auch die göttlichen Schutz. Und das, was wir lernen, und Jupiter ist der Weise, die Guru, wo uns belehrt auch, und zeigt, wie das geht. Und das soll hier manifestieren in unserem Leben. Es ist Übung, es ist Training, aber es geht. Venus befindet sich im Widder. Venus bedeutet etwas in Harmonie bringen. Venus bedeutet Schönheit, Kreativität, Ästhetik,
Kunst, beruflich oft auch Selbstständigkeit. Venus ist der Planet der Liebe, hier ist Liebesenergie. Venus ist weiblich, also symbolisiert uns Frauen auch. Und hier kommt die Wiederfärbung dazu. Wir Frauen sollen auch mal mutig sein, etwas in Bewegung setzen oder uns wehren. Das ist auch Wiederenergie. Oder etwas Neues anfangen, etwas Neues starten. Vielleicht einen Beruf, was mit Kunst, Kreativität was zu tun hat. Oder die Selbstständigkeit. Uranus ist auch hier im Widder und zeigt Umbrüche und Veränderungen. Oder Neuigkeiten in die Liebe. Oder eine neue Begegnung ist auch möglich. Schütze zeigt in eine Richtung. Und das ist so wichtig zum Orientieren. Das ist die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und spirituell heißt das hier, sind die Wünsche, unseren Wünsche, unseren Sehnsüchte, unseren Hoffnungen. Und wenn uns das bekannt ist und uns das auch begeistert und können wir als Ziel setzen, dann haben wir Orientierung im Leben. Und das ist der Fokus und die Schütze zeigt es. Und hier ist die Saturn-Energie und Saturn bedeutet, dadurch ändert sich etwas im Schicksal, kommen schicksalhafte Veränderungen und Saturn belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister und Pluto zeigt, nicht aufgeben. Bei Pluto gibt ein Motto, alles oder nichts, entweder das oder gar nichts. Und das brauchen wir im Leben, weil das heißt, wir geben das nicht auf, sondern wir glauben daran. Das ist auch die innere Stärke. Und hier haben wir sogar karmische Themen, weil Saturn und Pluto beide befinden sich in diesem Knoten, exakt in diesem Knoten. Und das ist ein karmischer Knoten. Ketu, die Drachenkörper, die absteigende Mondknoten und zeigt Vergangenheit, auch Erinnerungen. Hier löst sich karmisch was aus. Und jetzt zu diesem I Ching-Symbol. I Ching ist ein uraltes Wissen, ein ganz, ganz altes Wissen von China. Und hier zeigt sich die Verschmelzung Yin und Yang, das Männliche und Göttliche. Aber das ist ein Wandel, eine Bewegung. Und das sind diese I Ching-Symbole, wie sich das jeden Tag sich ändert, wie das verändert, die Wandlung. Und das ist ein Kalender. Und dann wiederkehrt sich das nochmal. Also eine Art Kalendersystem. Das heißt, ich habe diese I Ching-Symbol, diese Karte nicht gezogen und ausgelegt, sondern ich habe nachgeschaut im Kalender, welche I Ching-Symbol herrscht über den heutigen Tag. In diesem Kalender wird es auch beschrieben. Und die heutige Symbol zeigt sich hier. Hier ist oben die Öffnung, das ist die weibliche Energie. Und die Basis, die Fundament, ist mehr die männliche Energie. Und dieses Symbol bedeutet, jetzt kommt ein Wechsel. Und wir werden unsere Position einnehmen. Und wichtig ist heute das Vertrauen, das alles in die richtige Richtung bewegt. Und hier ist die tibetische Astrologie mit vollen Symbolen. Hier oben ist die Energie nach außen, das sind Handlungen. Aber wir sollen selbst die Entscheidungen treffen. Chancen, Möglichkeiten haben wir, etwas Neues starten, beginnen. Die Zahl 7 steht auch mit Mondenergie in Verbindung. Und Mond hat einen Einfluss auf unsere Träume.
Das kann wirklich sein, dass wir etwas träumen, was für uns ein Hinweis ist. Oder haben wir eine Vision von etwas. Und da öffnen sich neue Chancen, neue Möglichkeiten. So wie hier auch, hier ist die Öffnung und kommt ein Wechsel. Genau dasselbe zeigt auch, und die Zahl 1 heißt, selbst die Entscheidungen treffen, selbst handeln oder unsere Meinung vertreten, nicht beeinflussen lassen, unsicher machen oder zweifeln an etwas, sondern das ist der Fokus, das sind unsere Möglichkeiten. Die Farben haben auch Bedeutung, und das heißt Metallelement, Erdeelement und Holzelement verschmelzen sie sich, und das bedeutet, etwas wird geklärt und dann kommt mehr Stabilität, Struktur und auch ein Neuanfang, ein Wachstum. Diese Figur hat auch eine Bedeutung, das ist Symbol für Metallratte. Und ich beschreibe das, wir sollen klare Ziele setzen und das nicht aufgeben, sondern verfolgen. Wir haben die Feingespür, unserer Umgebung anpassen, wahrnehmen nach unseren Gefühlen. Und das zeigt auch unsere Anpassungsfähigkeit. Natürlich kann auch bedeuten, dass andere Menschen genauso reagieren. Wir sollen über etwas Gedanken machen, überlegen, weil wir brauchen gerade eine gute Strategie. Wir werden in die Öffentlichkeit treten und jemand hilft uns, das zu verwirklichen, wir bekommen die Unterstützung. Die heutige Tagesenergie steht mit diesen beiden Jahrgängen im Einklang. Einmal 1960 und 2020 wird auch das Jahr so sein, wie die heutige Tagesenergie das beschreibt nach tibetischer Astrologie. Das kommt noch, aber 1960, das ist der Jahrgang, die haben dieselben Energie. Und die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Glückszahl ist die Zahl 1 im Metallelement. Und das heißt, selbst zu sein. Selbst etwas aufklären. Selbst Entscheidungen treffen. Klare Entscheidungen. Die Fokus ist die Zahl 4 im Erde-Element, und das heißt Sicherheit, Stabilität, Struktur und Realität und um die Finanzen kümmern. Und Schicksalszahl ist die Zahl 7, so wie hier oben auch. Und das sind Chancen, Möglichkeiten und die Mondenergie auch. In Feuerelement, aber das ist nicht so stark ausgeprägt, also das ist eher ganz, ganz dezent. Aber immerhin Feuer, das bedeutet Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen, kluge, klare Entscheidungen treffen, überlegen, wir brauchen eine gewisse Strategie, dann auch anpassen an unserem Umfeld, unserer Umgebung, wer kann dabei helfen, wir brauchen die Unterstützung, aber wir selbst bestimmen wir die Richtung, und so kommt die Bewegung, und es kann auch die Öffentlichkeit sein. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte
ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.